Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Passt doch auf, Mafia 3 mit Fabian LP. Wir gehen zu unserem Informanten. In diesem schönen Lokal hier. Ist wirklich sehr schön. Barkeeper hat keinen, leider. Mal schauen. Natürlich stehe ich plötzlich hier. Lenny Davis, ich arbeite im Bauamt und Ihr Freund sagte, Sie könnten mir mit meinem Erpresser helfen. Was gibt es bei jemandem wie Ihnen denn zu erpressen? Mein Büro prüft neue Projekte. Ich habe Mist gebaut, meine Frau betrogen. Und dieser Jimmy Cavar hat es gefilmt. Stellte sich raus, dass das Mädel auch für Cavar arbeitet. Was will er von Ihnen? Er zwingt mich, fiktive Bauprojekte durchzuwinken und die Schecks für seine Firma einzulösen. Cavar Construction. Sie kennen den Namen sicher von Schildern an der Rathausbaustelle. Die Sache ist, er kommt eigentlich nur bei Problemen her. Passt doch. Probleme machen ist mein Spezialgebiet. Einige seiner Leute hängen in der Innenstadt rum. Ich bin kein schlechter Kerl. Hab bloß einen Fehler gemacht. Tauchen Sie unter, Lenny. Ich besuche Cavars Jungs. Da geht schon was. Cavars Leute wissen mehr, was er tut, als ich. Ach schon? Ja, dann trinkst du besser noch mal eins. Horte Baumaterial, das mit städtischen Mitteln bezahlt worden ist, um auf eigene Rechnung weiter zu verkaufen, wenn nicht die alle Vorräte. Aha. Es gab wohl Ärger im Imperial Badehaus. Waren Sie das? Natürlich. Für die Polizei ist es noch nicht zu spät. Was hab ich mir da eingebrockt? Jetzt sagt er nichts mehr. Gut. Müssen wir uns mal die Map anschauen. Die Baustelle. Baubetrieb. Das ist wohl ein kleiner. Ja, gehen wir zuerst mal die Vorräte jagen hier. 200 Meter. Das ist aber nicht da. Ja, natürlich sind das da die drei Leute. Was willst denn du machen hier? Oh shit, geht wieder alles schief, ich wette. Hallo, schicken Sie ein paar Polizisten hier rüber. Wir haben eine Meldung über ein gestohlenes Auto in der Innenstadt. An alle Einheiten in der Gegend, bitte bestätigen. Schaffen wir die Bullenwichser in der Innenstadt vom Hals. Verstehe. So, und jetzt aber schnell wie möglich weg. Aber ganz weg. Gut, 1,50 ist jetzt eine rechte Zeit. Was kostet du? Ja, wir haben 5 von denen. Ja, dann ist ja gut. Und hier sind die. Komm, da sind nicht viele Leute. Oh, ja. So parkiere ich auch immer. Shit, ich habe ja. So, das war hier eine super Übung hier. Also ganz ehrlich, ja, besser kann man nicht spielen. Naja, so. Ich muss danach mal die Munition auffüllen, glaube ich. So. Und hier, ah, das ist sprengstoffmäßig. So. Ach, das zählt nicht. Das zählt. Und den hier. Oh, ja, dann sterbe ich fast noch selbst. Es läuft super wieder. So, ich brauche neue Waffen. Da. Ich könnte eine Nachschublieferung in die Innenstadt gebrauchen. Komme schon, nur einen Augenblick. Waffe wegstecken, ich brauche. Oh ja, noch 18 Sekunden, sie ist die Polizei weg, oder ist sie ja? Ich brauche Medikits. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Hier. Ah, jetzt können wir auf 4 tragen, stimmt. Dann hier. Ah ne, warte schnell, automatische Waffen.
Wir haben noch nie eine gekauft. Gut, wir könnten auch mal... Komm. Die wird gekauft. Munition wird aufgefüllt. Ist jetzt das eine Sekundär oder eine... Gut, komm, die Munition ist sowieso voll. Was von dem her... Unser Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich findest. Die müssen wir jetzt aber testen. Das ist die... Die hier. Telefonvermittlung. Ah, das hätte ich auch mal machen können. Ah. Okay. Was mache ich jetzt? So, weg damit. Gut. Hier haben wir abgeräumt und dann gehen wir weiter. Ja, ich würde sagen, hier... Den Kran zerstören, aha. Gut, komm, wir gehen mal hier hin. Eine Karre kann ich sicher mitnehmen hier. Also wenn das jemand sieht, ganz ehrlich. Die haben jetzt aber keine... Ah ja, das sind ja die anderen gewesen. Der Haag sieht auch... Der Zaun sieht aus. So. Und das, die Schallplatte oder das Magazin da, wo wir gestorben sind, weil ich runtergefallen bin, holen wir ein anderes Mal. Ich müsste das vielleicht auch mal offline machen oder in einer Special-Folge. Da hätte es wieder ein LKW. Was ist denn mit dem? Zerstören. Wie zerstört man den? Ohne dass die Polizei hinter mir ist. Ich habe ihn! Hier drüben! Aber ich kann den nicht nur durch Rammen zerstören. Der fährt mir davon. Gut, den hole ich wieder ein. Das ist nicht das Problem, aber... Ich habe ein bisschen Angst, den hier einfach so zu zerstören. Zumal ich mich selbst zerstöre. Ah, Wachposten alarmiert, sorry. Nee, 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 abbrechen. Jetzt kommen die Wachmänner oder was? Nee, brenn doch, du Karre. Da ruft wieder einer. Was soll denn das hier? So. Die Karre ist zerstört, gab Schaden. Ist alles gut hier? Gut. Da können wir jetzt wieder hier hin. Oder hier hin, komm. Die 200 Meter kann ich laufen, da sehe ich schon den Kran. Und den sollen wir jetzt zu einem Einsturz bringen. Das wird spannend. Wenn es gut umgesetzt ist. Keine Ahnung, das weiß man ja nie. Vielleicht ist es auch nicht so gut umgesetzt, könnte auch sein. Aber ich wünschte mir da eine Animation, wo man sieht, wie der Kran... Vielleicht sogar noch auf dem Wagen von innen drauf fällt. Dahin. Ah, da ist sogar zwei. So, die Frage ist natürlich, wo kann man hier rein?
Gut, die haben natürlich auch einen wahren Eingang und Ausgang irgendwo. Ah, das ist die Baufirma, Kavar. Ja, da sind wir, glaube ich, angekommen. Meine Kleine ist krank. Corina, keine Ahnung, was hier fehlt. Aber der kann der überhaupt hier rauskommen? Ich gehe da nicht mehr hin, um mir gleich zu kommen. Ah ja. Die können es kaum erwarten, dich fertig zu machen. Alter, hast du. Haben die eigentlich hier alles noch? Oh. Also, hallo, muss hier jeder die Bullen rufen? Die bringen doch nichts. Verzeihung. So, da ist ein bisschen Kohle. Hier wird es eine Waffe geben, die wir wollen. Ich will jetzt aber unsere sehen. So, das wird wohl die sein. Jesus, sagt ihr. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ist jetzt nicht gerade groß bewacht hier. Hab ich so das Gefühl? Alter, wo rennt denn der hin? Okay. Haben wir ein Problemchen? Feuer unter Marsch macht er mir, ja. Nur ist die Waffe unbrauchbar auf die Distanz. Das ist ein bisschen das Problem, was ich habe. Ich habe aber Zeit, die greifen jetzt nicht gerade schnell an. So. Munition haben sie auch noch geschenkt. Nimm die andere Seite! Das haben sie doch bestimmt so eingebaut hier. Komm, macht ja nicht mehr. Ein bisschen runterfahren ist mir ja nicht nie passiert, dass ich da gestorben bin dann. Hättest mal lieber den hier rüber. Was? So, nee, jetzt nehmen wir mal die Shotgun. Aus Prinzip. Oh. Kann man da nicht getötet werden? Verschwinde sofort. Aha. Ich glaube, das ist hier schon vorbereitet. Jetzt habe ich aber die Sachen im zweiten Stockwerk nicht mitgenommen. Also er kommt ja hier kaum hoch. Hat er einen Platten? Jetzt geht's geil. Ah ne, wir sind's. Wow. Dass man natürlich einen Benzintank oder so gleich unterm Kran platziert. Naja. Wer hat denn das programmiert? Also bitte. Der Kran sah ja aus wie. Ja, wie sah der Kran aus? Oh Mann. Unprofessionell, das trifft's vielleicht. So. Da ist noch was, und zwar eine Sicherung. Da sind zwei Medizinschränke. Nur, wo ist denn die Sicherung hier?
Nee. Ah, weiter unten. In der. Ich sterbe schon immer an dem. Also, es ist unglaublich. Ich sterbe hier nie, aber heute Abend schon das dritte Mal an diese. Nur am runterfallen. Ich glaube, ich wage zu viel, weil ich zu viel Battlefield spiele. 2000 verloren. Wow. Steht da wieder einer. Ah, der Kran ist weg. So, der Kran ist auf jeden Fall weg. Wir gehen da ran. Ich brauche Waffen, so. Ich könnte Nachschub in der Innenstadt gebrauchen. Bin gleich da. Es regnet. Alter, kam ich nicht dumm. Es regnet wieder mal. Wenn du was brauchst, okay, ich zeig, was du auf Lager hast. Muss ich die jetzt wieder kaufen? Nimmt mich jetzt gerade Wunder. Gratis ausrüsten, super. Ah ne, das ist ja die... Wir könnten auch wieder mal mit Spezialwaffe... Noch keine. Mit einem Gewehr spielen hier. Ah, das gibt's auch. Gibt's das hier auch? Einen Moment. Ah, okay. Kaufen natürlich. Munition auch. Wir haben ja das Geld. Also ganz ehrlich. Ich rüste mal die Munition auf. Dann füllen wir mal die Munition so. Präzision haben wir auch verbessert, das ist gut. Gut. Ja, dann haben wir doch jetzt mal voll abgeredet, das wusste ich gar nicht. Das war jetzt ein klasse Schachzug. Und ich glaube, da hinten kommt unser nächster... Schachzug. Also ganz ehrlich, dass man die Baustelle bewachen muss. Das ist schon cool. Bewachen. Die bauen hier irgendwas. Es könnte ein bisschen Granat-Action gehen, habe ich so das Gefühl. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf jeden Fall bis dahin. Tschüss.